Ace wurde von Whitebeard zu seinem neuen Second Commander erklärt, doch Marco wies darauf hin, dass diese Position lange nicht mehr besetzt war. Doch wer war vor Ace der Second Commander? Ich habe hier drei mögliche Kandidaten und welche das sind, erkläre ich euch nach einem kurzen Intro. Die Whitebeard-Bande besteht aus 16 Divisionen, wobei jede Division einen Kommandanten an der Spitze hat. Wie anfangs schon erwähnt, wurde Ace erst vor kurzem der Second Commander. Doch wer war es vor ihm? Um herauszufinden, wer der ehemalige Second Commander der Whitebeard-Bande war, müssen wir uns überlegen, welche Voraussetzungen dieser haben muss. Als Kommandant einer der Whitebeard-Divisionen muss derjenige eine gewisse Grundstärke beherrschen. Dieser muss also mit Gegnern wie hochrangige Marinesoldaten oder Gegner im Ausmaße einer Big Mom oder den Shichibukai zurechtkommen. Zudem muss dieser Charakter mittlerweile entweder tot sein oder wenn er lebendig ist, hat er vermutlich kein gutes Verhältnis mehr zu Whitebeard. Gehen wir mal von dem Falle aus, dass Whitebeard keine minderjährigen Kommandanten hat, sollte dieser Charakter zum jetzigen Zeitpunkt mindestens 21 Jahre alt sein. So, dass er vor der eigentlichen Story immerhin noch 18 Jahre alt war. Mein erster Charakter, den ich hierbei im Kopf habe, ist Kaido. Kaido wäre auf jeden Fall stark genug für so einen Posten. Aus dem Fakt heraus, dass er Whitebeard angreifen wollte, könnte man deuten, dass Kaido etwas gegen Whitebeard hat. So wäre es auch gut möglich, dass er sich irgendwann entschieden hat, aus der Bande auszusteigen. Möglicherweise wollte Whitebeard nie einen Krieg gegen die Weltregierung führen, so wie Kaido es möchte, und dadurch kam es zu Unstimmigkeiten. Eine mögliche Verbindung haben sie auch durch die Rocks Piratenbande. Sollte sich bestätigen, dass sowohl Kaido als auch Whitebeard Teil dieser Bande waren. Immerhin haben wir Kaido im Gespräch mit Big Mom gehört, dass diese wohl damals schon zusammen in dieser Gruppierung waren. Und auch bei Whitebeard wissen wir seit der Aussage Marcos, dass er vorher schon mal in einer Piratenbande gewesen ist, zusammen mit Miss Barkin. Dies könnte durchaus möglich auch die Rocks Piratenbande gewesen sein, deren Überbleibsel mittlerweile die mächtigsten Piraten bilden. Auch ihre Spitznamen, der stärkste Mann und die stärkste Kreatur, passen gut zueinander. Kaido kennt also auch Whitebeards Stärke. Dies könnte auch der Grund sein, wieso er Whitebeard stoppen wollte vor Marineford. Kaido möchte sterben und möglicherweise ist er der Meinung, nur Whitebeard könnte ihn töten. Denn immerhin wäre er laut der Theorie mal sein Kapitän gewesen. Eine andere Möglichkeit wäre auch, dass er einfach nur Whitebeard zuvorkommen wollte. Denn Kaido will die Weltregierung zerstören und er wollte es sicher nicht zulassen, dass ihm jemand zuvorkommt. Eine andere Variante wäre aber auch Oden Kozuki. Er ist ja schon bestätigt ein Teil der Whitebeard-Bande gewesen, bevor er zu Rogers Bande wechselte. Auch stark genug wäre er sicherlich gewesen, sonst wäre er auch kein Teil der Roger-Piraten gewesen. Bei ihm gäbe es auch die Erklärung, weshalb der Platz nicht besetzt ist. Denn immerhin wurde Oden von Kaido getötet. Möglicherweise haben sie, nachdem Oden zu Roger wechselte, diesen Platz aus Respekt nicht mehr neu besetzt. Sozusagen als kleines Dankeschön. Oder sie hörten möglicherweise, dass er auf Wano getötet wurde und besetzten aus Respekt die Stelle nicht mehr neu. Dies ist aber eher unwahrscheinlich, denn wenn Whitebeard gehört hätte, dass Oden getötet wurde von Kaido, hätte Whitebeard Kaido sicherlich angegriffen. Für mich ist Oden die etwas logischere Wahl, vor allem weil es erklärt, wieso Whitebeard diese Stelle so lange nicht besetzt hat. Er wollte diesen Platz für Erinnerung an Oden nicht ersetzen, aber mit Ace fand er wen, den er für so würdig hielt, dass er ihm den Platz anvertrauen konnte. Es gibt aber auch noch eine dritte Möglichkeit, und zwar erwähnte Oda eine versteckte Legende, die noch auftauchen würde und der größte Feind der Strohhutbande sein soll. Dieser Feind habe wohl eine Verbindung zu Whitebeard. Es könnte durchaus sein, dass er der ehemalige Second Commander war, doch das ist einfach nur eine Idee, da wir über diesen Charakter bis dato noch gar nichts wissen. Was denkt ihr? Wer war der Second Commander der Whitebeard-Bande?
Schreibt eure Meinung dazu in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, zeigt es mir mit einem Daumen nach oben und einem Klick auf den Abo-Button, um auch weiterhin keine Videos zu verpassen. Ich wünsche euch bis zum nächsten Video viel Spaß und haut rein. Ciao.